Hallöchen, Puppöchen und willkommen zu einem neuen Schlaganfall oder was? Döti sogar. Willkommen zum neuen Let's Play und zwar spielen wir Baphomets Fluch 2. Nicht wundern, im Englischen heißt es ja Broken Sword. Ihr seht jetzt hier oben das Logo nicht ganz. Das ist aber egal, weil im Spiel ist oben ein schwarzer Balken. Weil früher war ja ne, 4:3 Monitor und so. Das ist lange. Aber es passt haargenau und ihr seht auch unten das Menü. In der Remastered-Version, ich bin also gespannt ein bisschen. Wird gut. Ich freue mich, ich hab Bock. Revolution! Du hast da die Schnabeltasche. Passe. Komm, los anstoßen! Eine Charles Cecil Produktion. Production. Oh, was könnte das wohl sein? Eine frühe Pyramide der Ägypter? Nein. Halt jetzt die Fresse! Die Spiegel der Finsternis. Hier muss es sein. Professor Ouviers Haus. Sieht ziemlich gespenstisch aus. Ich bin aus Paris fort gewesen und habe Nico fast 6 Monate nicht gesehen. Ich wollte heute eigentlich unser Wiedersehen feiern, aber sie hat etwas anderes vor. Eine Verabredung mit einem Archäologen. Warum ist das Bild hier besser? Hat irgendwas mit einem Maya-Stein zu tun, auf den sie während ihrer Recherchen gestoßen ist. Unten ist das so gezogen. Der Typ, der uns die Tür aufmacht, sieht für mich gar nicht wie ein Archäologe aus. Ist ja auch nur der Butler. Ein ganz schlechtes Gefühl. Verwandelt er sich. Kalima! Das stimmt mit dir eigentlich nicht. Kalima! Das auch noch. Reicht ja nicht nur die Spinne. So eine kleine Info, worum es jetzt gerade geht, kriegt man nicht, ne? Einfach hier da Typ und so, also hier liegt ein Pfeil. Tritt einfach mit dem Fuß drauf, die Füße sind doch frei, Alter, was ist los? Aber bei so einem Riesenvieh hilft der Schuh auch nicht mehr. Kannst du höchstens mal drüber rollen? Ich kann nichts anklicken. Einfach drauf treten, genau. Tritt ihn mal weg, Junge, ins Feuer. Ich schaue mir kurz die Buchtitel an. Oh. In der vagen Hoffnung eine Taschenbuchausgabe von Wie man Giftspinnen bekämpft, während man an Stühle gefesselt ist. Natürlich. Also, gab's natürlich nicht. Aber mir fiel bei der Gelegenheit auf, dass eine Ecke des Bücherregals ziemlich wackelig mit einem Holzklotz abgestützt war. Ah, tritt mal vor. Für euch zur Info, das Spiel hat eine 4:3 Auflösung, also viereckig. Und wir sehen hier unten auf dem Monitor, ist das total gezogen. Und weil ich das oben nochmal über OBS eingespielt habe und dort auch 4:3 habe, sieht es oben viel, viel besser aus. Ich weiß nicht, da hätte man sich ja irgendwie was einfallen lassen können. Links und rechts einen schwarzen Balken, fertig, ey. Aber naja, okay. So, hier, Fußecke da, mach sie weg. Bam! Vielleicht war das ein etwas schweres Geschütz, aber es ging ums Überleben. Andererseits bin ich ja immer noch in einem brennenden Haus an einen Stuhl gefesselt, ohne eine Möglichkeit zur Flucht. Wofür ist das Ding her? Ich hab mich gerade auch schon gefragt. Natürlich. Jetzt springt er da durch die Wand, oder was? Mit einem einzigen mächtigen Ruck hat sich unser Held befreit. Jetzt muss ich mich nur noch um das Feuer kümmern. Ist für dich der Ton von ihm auch etwas leise? Er redet leise, es ne? geht! Danke! Ja, ich kann ja seine Sprecherlautstärke lauter machen.
Und die Musik mache ich noch einen Ticken leiser. Diesen Spinnendreck rühre ich nicht. Das Bücherregal ist nach vorne umgekippt. An die Bücher darin kommt. Da liegt die Tasche noch von ihr. Da liegt noch der Fall. Eine moderne kleine Leinentasche mit einem Lippenstift, einem handgeschriebenen Zettel und einem Nylonhöschen mit einem großen aufgestickten Herz quer über der Vorderseite. Mir scheint, Nikos Geschmack muss sich schwer verändert haben, während ich weg war. Ja, das zum Beispiel meine ich. Mal ganz nützlich wo war er denn? Weiß man ja doch jetzt gar nicht. Die haben sich ein halbes Jahr jetzt nicht gesehen. Der Pfeil ist spitzer als das aktive Ende einer Stechmücke, aber das hält mich nicht davon ab, ihn einzustecken. Wo habe ich jetzt mein Inventar? Ach, das seht ihr gar nicht. Hier unten in der Ecke unter der Kamera ist so ein Buch. Ach nee, das ist das, wo er alles aufschreibt. Ach, hier ist das Inventar. Hier. Wir haben einen Lippenstift, einen Zettel. Ich schätze, der Inhalt des Briefes geht mich nichts an. Aber andererseits könnte er mir einen Anhaltspunkt liefern, worin Nico da eigentlich verstrickt ist. Er ist von André Lobineau, dem Geschichtsstudenten, den Nico vom College her kennt. Der Brief ist sentimentales Geschwafel. Außerdem steht drin, dass die exotische Reizwäsche, wie er es nennt, ein Geschenk von ihm ist. Daneben steht seine Telefonnummer. Lobineau hält sich für meinen Rivalen um die Gunst von Nico. Aber ich kann einfach nicht glauben, dass so eine Schnarchnase überhaupt mit dem Rennen ist. Du kannst okay. Trotzdem in den Tisch gucken, ne? Hier? In den anderen, in den da. Okay. Wollte ich nur nochmal sagen. Weil dann habe ich gerade schon gedacht, irgendwie. Also es ist um einiges schöner gemacht als beim ersten Teil. Fällt mir direkt auf. Eine Flasche Tequila! 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 Ist ein normaler Tag. Nicht nur, dass der Tequila wie Feuer brennt, beinahe hätte ich auch noch den Wurm verschluckt. Auf dem Teppich liegt ein kurzes, fleischig-graues Etwas herum. Ein Wurm. Badabadi. Hör, noch größten. Aus der Tequila-Flasche. Badabadi. Kann gar nicht sein, dass der überlebt hat. Badabadi. Ist aber eingelegt. Tequila. Töpfchen. Wir räumen erstmal die ganze Bude aus hier. Ein Bild. Oh. Nettes Paar. Ach, das war ja. Danke. Aber was ist da noch? Kann ich hier. Alter. Stehende Metallklammer hat ihren Zweck erfüllt. Haben wir noch was Leckeres da? Für Papa. Also, wir haben ja noch den Stück vom Oreo-Keks. Den nehme ich. Nüsschen, Keks, ein Georgia. Den nehme ich auch, aber erst den Keks. Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Und ich habe hier noch was für meinen Romantiker. Bitte, muss das so? Der Wurm. Finde ich cool, dass die Tasche jetzt so beim Laufen und so auch aufgeht. Der Wurm. Der Schlipper finde ich geil. Mit dem Herz drauf. In dem Topf ist ein Schlüssel. Aha! Die Schachtel packe ich nicht mehr an. Kannst du da nicht den Sprüher noch oder irgendwas da betätigen? Hinten auf dem Regal? Wo ist mein Job? Hier, stimmt. Kein Druck im Siphon. Ich schätze mal, die Gaspatrone ist leer. Mach mal den Tequila rein. Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich einen Feuerlöscher improvisieren könnte, wenn ich am Flughafen nur einen Kaffee getrunken hätte. Die Flammen haben einen Teil des Parkettbodens erfasst. Das Schränkchen ist verschlossen. Gut, dass wir einen Schlüssel haben, was Freunde. Was hast du denn sehen? Warte mal, da ist doch jetzt irgendwas schief. Nö. Nö. Okay. Mhm. Der Schlüssel ist viel zu groß für das winzige Schlüsselloch. Schade. Die Tür blockiert meinen einzigen Fluchtweg. Ich habe auch schon gedacht, wenn dann da irgendwo was. Hast du oben in die Schublade? Konntest du da reingucken?
Aber kann ich schon wieder sonst zumachen? Ist da nichts in der Schublade. Was ist da mit der Wand? Mit dem Regal, genau. Mhm. Ich finde schön, dass jetzt hier nicht immer alles blau leuchtet, weil bei dem anderen war es ja so, dass wirklich immer blau geleuchtet hat. Hier fährt leuchtet es nur blau, wenn du auch drüber fährst. Also hier? Wo reicht denn einfach? Da war nichts. Was soll das sein? Eine Kuhglocke? Das ist Nikos Lippenstift. Das ist nicht meine Farbe. Und sie erinnert mich zu sehr an Clowns. Das ist nicht meine Farbe. Rot steht mir nicht so gut. Da noch was drin? Ich habe Nikos Handtasche doch schon durchstöbert. Und außerdem steht mir die Farbe nicht. Ne, kannst du nochmal? Diesen Spinnendreck rühren. Gelbes, eitriges Zeug sickert unter dem Bücherregal raus. Diese Spinne ist gründlich püriert. Die Seile? Das Seil ist zerfetzt und nutzlos. Ich habe keine Zeit. Das ist der Stuhl, an den ich gefesselt war. Was ist das denn dafür? Ist das eine Vase oder was? Was soll das sein? Ne, unten in deinem Inventar. Dieses rote Ding da. Der Schuppi. Rotgelbe Topf ist mit großen Flecken verziert, die wie Hände aussehen, wie verbaute Mutantenhände allerdings. Sasche oder irgendwas vielleicht? Oder? Nee, da war der Schlüssel dran. Okay, komm Leute, das erste Rätsel, das müssen wir wohl hinkriegen hier. Hört ja schon traurig an. Wie bei Monkey Island bei mir. 3 Stunden, ich kam aus dem scheiß Kerker nicht raus. Irgendwann habe ich auch. Monkey Island habe ich durch, das Ball. Ich kam gar nicht aus dem Kerker raus, ich habe den aufgegeben. Kannst du die Pflanze rüberschütten oder auch was? Das ist ein Siphon, wie man ihn benutzt, um Drinks mit Sodawasser aufzufüllen oder um Clowns nass zu spritzen. Ja, den Tequila damit zu spritzen, macht ja keinen Sinn. Aber wir haben auch keine andere Flüssigkeit. In der Holztür des Schränkchens ist ein sehr kleines Schlüsselloch. Wir müssen also noch einen kleinen Schlüssel finden. Der Giftpfeil, der Nico außer Gefecht gesetzt hat. Ich kenne nichts anderes, was so effektiv dafür gesorgt hätte, dass sie mal ruhig ist. Wie nett. Sieht aus wie ein Hausschlüssel. Das ist die Schachtel, aus der die Spinne... Also, wir müssen noch den kleinen Schlüssel finden, Freunde. Eine halbe Flasche Tequila. Oben die Schublade konntest du doch anklicken, oder? Getrunken. Hm? Oben die Schublade. Nee, das sieht nur so aus, da macht er die wieder zu. Okay. Die Lampe oben in der Lampe. Seine Frau nehme ich an. Tja. Wie wir raus sind, Leute, sind wir verbrannt. Selbst wenn ich die Zeit hätte, käme ich an die Bücher unter dem schweren Regal gar nicht ran. Kannst du trotzdem nicht anheben? Ne, macht er nicht. Ernsthaft? Also in der Schublade ist nichts mehr, da gesagt. Das durch die Fensterbank oder irgendwas? Sonst ist da nichts in der. Ne, da sind Gitter vor. Ah, man kann doch draufklicken. Durch diese stabilen Gitter komme ich nicht durch. Die Gitter am Fenster lassen keinen Einbrecher rein. Außerdem lassen sie mich auch nicht raus. Durch die Mauer zum Anklicken, was ich nicht gesehen habe? Das wäre natürlich heftig. Aber bei dem anderen war es ja wirklich so, dass es irgendwie ganz schnell reagiert hat. Aber hier nicht. Weil die Fenster habe ich irgendwie nicht einmal gesehen jetzt. Warum sagt ihr ja irgendwie mal in den Lampen und so gucken irgendwie? Natürlich ja. Okay, wir gehen nochmal hier rüber. Bisschen wie ein Wimmelbild spielen dann, das finde ich cool. Aber, Freunde, hier ist nichts. Irgendwas vergesse ich gerade. Kannst du den Stuhl nicht nehmen, um da rauszukommen irgendwie? Das ist der Stuhl. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen.
Dass du die Wand da nicht anklicken kannst, eh schon kaputt ist, ne? Auch gedacht. Das ist der winzige Tequila-Wurm. Ich muss unbedingt daran denken, ihn aus der Hosentasche zu nehmen, bevor ich die Hose in die Reinigung gebe. Kannst du da nicht mit der Vase irgendwie versuchen? Ein rotes Höschen mit Spitzenrand und einem großen schwarzen Satinherz. Mit der Vase irgendwie versuchen durch die Wand. Und Tequila will er auch nicht mitnehmen. Ich meine, gut, wenn du ihn dann rausschmeißt, dann brennt es natürlich noch mehr. Das macht auch keinen Sinn. Die Schachtel packe ich nicht mehr an. Als ich das Schloss öffne, werden die Türen von irgendwas aufgesprengt. Das Schränkchen ist schon offen. Der Zylinder ist heiß. Ich kann ihn nicht mit bloßen Händen anfassen. Kannst du den Schlüpper hernehmen? Das Höschen, das ich in Nikos Handtasche gefunden habe, ist genau das Richtige, um es um den heißen Zylinder zu wickeln. Nur für heißes wird so ein heißes Schlüpperchen genommen. Und jetzt kannst du ihn wieder in diese Wasserflasche, genau. Und dann Abmarsch. Pst. Der Zylinder zischt leise, als das Gas entweicht. Jetzt geht's los. Falsche Richtung. Ich einen geladenen und einsatzbereiten Feuerlöscher. Mit einem wohlgezielten Schwall aus seinem Siphon rettet unser unerschütterlicher Held das Haus und sein Leben. Oh, jetzt unser unerschütterlicher Held. Meine Fresse. Der Hausschlüssel passt nicht in das Schlüsselloch. Ich will mir nicht die Hände am rotglühenden Türknopf verbrennen. Und es ist auch nicht die Zeit für Feinheiten. Das rote Telefon. Ist ja wie bei der NASA. Ein Stück einer Zeitung, zweimal gefaltet. Er handelt von einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Oi. Von Europa aus nicht zu sehen sein. Der beste Ort, um die Sonnenfinsternis zu sehen. Ich hätte voll Bock auf so ein paar Chips, ey. So wenig ich ihn auch mag, vielleicht ist Lobino meine einzige Chance, Nico zu finden. Oh, fällt mir nur eins an. Bringst du was Süßes mit? Ja, Chips, Flips. Hi. Was denn? Wer ist da? Hier ist George Stobbart, Nikos Freund. Der Ton bei dir auch so komisch? Ex-Freund? Hör mal, ich rufe dich nicht an, um mich mit dir Mach zu streiten. Komisch. Ich muss mit dir reden, über Nico. Ach, man hört es nur auf dem rechten Ohr. Dich interessiert? Aber immer nur den rechten drinne. Nikos Leben hängt davon ab. Okay. Erinnerst du dich an das Café Montfaucon? Klar. Okay. Ja. Wehe, du kommst nicht, du Penner. Also man hat es jetzt nur auf dem rechten Ohr gehört. Stereo. Ich habe das mit den Chips nicht verstanden. Jetzt. Das war irgendwas, was wir beide hatten. Das kam von Steffi mal. Ach so, was Süßes, ja, weil Chips was Herzhaftes sind. Ja, okay. Der Hausschlüssel passt hier nicht. Ich schließe die Tür auf. Ich freue mich nicht gerade darauf, Lobino wiederzusehen, aber er ist meine einzige Verbindung zu Nico. Sag mal, das ist doch der Polizist vom letzten Mal. Also, ankomme, sehe ich keine Spur von Lobino. Aber wahrscheinlich diesmal in Rente. Auf ihn warten. Wann kommt denn der Clown da wieder zum Jonglieren?
So, muss ich irgendwas machen? Ich dachte. Ich kann dem Mann sein Fläschchen nicht wegschnappen, solange er hinguckt. Verzeihen Sie, aber kennen wir uns nicht? Super. Sie waren doch damals hier, als ich die Katakomben. Also ich brauche jetzt mal beide. Da riecht das. Oh, ich erinnere mich. Ja, sind Sie immer noch bei der Polizei? Ist aber komisch. Nicht mehr. Ich bin ein Mann im Ruhestand. Und was bringt Sie zurück nach Paris? Süße? War der gleiche. Ich warte auf einen Bekannten. Bon. Und haben einen anderen gefunden. Trinken wir eine Flasche Wein zusammen? Also hören Sie, das würde ich ja wirklich gerne. Aber ich muss einen klaren Kopf behalten. Meine Gesellschaft ist Ihnen wohl nicht gut genug. Oh, die Franzosen immer. Was heißt das hier? Ah, das Gespräch beenden. Hä? Das hier, der Pfeil, das Gespräch beenden. Was ist das hier jetzt? Das ist wie so eine Pantomime. Haben Sie jemals von einem Professor Aubier gehört? Non, monsieur. Der Name sagt mir nichts. Non, monsieur. Er ist der Experte für Geschichte und Kunst der Maya. Maya, siehst du? Ein wenig außerhalb meiner Kenntnisse, monsieur. Wenn er ein Serienmörder oder ein Sodomist wäre, dann könnte ich Ihnen helfen. Aber so... Après ça? So gibt es nur Croissant. Oh, Garçon. Gaston? Er ignoriert mich. Ich bin sicher, das ist Absicht. Warum sind Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Man hat mich gezwungen, meinen Abschied einzureichen. Das berühmte goldene Schulterklopfen. Nur war es in meinem Fall eher Kupfer als Gold. Und warum? Man hat einen Sündenbock für das Versagen des Departements gesucht. Was trinken Sie da? Das ist Wein. Was halten Sie von diesem Fall? Ich erinnere mich an einen Fall, in dem das Opfer mit genau so einem Instrument getötet worden war. Das Gift wirkte in Sekunden und sein Körper quoll auf wie ein automatisches Rettungsfloß. Rettungsfloß, ah ja. Was halten Sie von diesem Zeitungsausschnitt? Waisenhaus beliefert Fastfood-Kette? Nein, der Artikel da drüber. Oh, totale Sonnenfinsternis. Naja, ziemlich langweilig im Vergleich. Ich verstehe gar nichts von einer Sonnenfinsternis. Aber die Mayas? Die Maya? Was halten Sie von diesem Zettel? Hier ist das große Einhorn. Nach langjährigen Erfahrung mit der Deutung von Handschriften kann ich Ihnen sagen, dass der Schreiber der... Ein Einhorn, Gummibärchen. Typ ist. Wahrscheinlich mit einem... War die Prinzessin Edition. Hey, Sie haben fast alles richtig rausgefunden. Bis auf den Schwanz. Was? Er redet von. Wie oft bringt er den Wein ja noch? Hey, Kellner. Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Sobald ich diesen Ärmel fertig bedient habe. Wenn er denn geht, oder was? Es ist so schön, um an so einem wunderbaren Sommertag im Café zu sitzen. Außerdem könnte ich Lobino verpassen. Der Mann schaut immer noch hin. Dankeschön. Kaffee. Sehr wohl. Kennen Sie einen Kerl namens André Lobino? Ja, kenne ich. Was ist mit ihm? Ich soll mich hier mit ihm treffen. Habe ich ihn schon verpasst? Nein, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Heute. Was schüttet dieser Kerl dauernd aus seiner Flasche nach? Absinth. Absinth? Ich dachte, der wäre so gefährlich und in Frankreich verboten. Stimmt beides. Schauen Sie mich nicht so an. Von mir hat er das Zeug nicht. Ich habe noch eine ganze Pulle im Schrank. Gehört? Oh ja. Er hat diese Schauspielerin geheiratet. Den Dachshund. Sie sind oft hergekommen, der verrückte Professor und der Filmstar. Wenn Dr. Doolittle, oder was? Der verrückte Professor? Sie war berühmt, ihre in Frankreich. Die Welt endet nicht am Strand von Hollywood. Ihr Künstlername war Carol Climax. Sie ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Wie ist Aubiers Frau gestorben? Ich habe gehört, er soll sie erschossen haben. Und er ist damit durchgekommen? Er hatte einen guten Anwalt und ein wasserdichtes Alibi. Alibi. Warum würde eine so bekannte Person des öffentlichen Lebens wie Aubier alles riskieren für einen Mord? Er wäre nicht der Erste, oder? Außerdem kommen Leute wie er immer mit einem blauen Auge davon.
Kennen Sie den Mann da drüben? Das können Sie wohl annehmen. Der ist Ihre Stammkunde. Schauen Sie mal, ein vergifteter Pfeil. Oh, ja klar. Doch, der ist echt. Pick ihn mal. Meine Freundin innerhalb von ein paar Sekunden umgehauen. Wie romantisch. Das klingt, als hätten Sie eine wirklich liebevolle Beziehung am Laufen. Das wäre alles. Vielen Dank. So sieht eine liebevolle Beziehung aus. Da ist er. Die alte Saftnase. So, so. Das ist wirklich eine Überraschung, Georgie. Jetzt ist der blond. Der war doch vorher braun. Nee, der war so. Normalerweise würde ich dich nicht. Der war nicht so. Aber Nico ist in Schwierigkeiten, André. In großen Schwierigkeiten. Mit der Stereo. Hä? Schon wieder Stereo. Oh, Kamera. Was hast du sie diesmal verwickelt? Du warst es doch, der ihr Professor Aubier als Experten für Maya-Kunst empfohlen hat. Und jetzt hat sein Butler sie gekidnappt und er hat versucht, mich zu töten. Jedes Mal, wenn sie sich mit dir einlässt, bekommt sie Ärger. Sie zu verlassen war das Beste, was du für sie tun konntest. Mein Vater lag im Sterben, verflucht nochmal, ich hatte keine andere Wahl. Naja, ihr ging es ja schnell wieder besser, sobald sie wieder zu ihren alten Freunden zurückkam. Vergiss es, André. Im Moment ist Nico in Gefahr und wir müssen zusammenarbeiten. Also, wie kann ich dir helfen? Nico wollte mit Aubier über einen Stein. Ach, war doch fast scharf. Ach ja, diesen Stein hier. Darum geht es also bei diesem ganzen Ärger. Genau, Nicole hat mir aufgetragen, ihn mit meinem Leben zu bewachen. Naja, den Stein jetzt nicht gesehen, egal. Sein, oder? Wirklich sehr komisch. Nein, was komisch ist, ist die Tatsache, dass dein Leben jetzt wirklich in Gefahr ist. Wovon redest du? Der Stein ist ein Maya-Kunstwerk, Blödmann. Und der Typ, der Nico gekidnappt hat, stammt aus Mittelamerika. Sie sind hinter dem Stein her. Oh mein Gott, du meinst wirklich, ich bin auch in Gefahr? Mein Gott. Was meinst du, was bedeutet die angemasselte Zeichnung auf dem Stein? Ich weiß nicht, ich habe sie niemandem gezeigt. Warum gibst du ihn mir nicht einfach? Ich will nicht deinen Tod auf dem Gewissen haben, George. Wo hat Nico den Stein her? Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen sollte. Oh doch, du solltest. Es hat etwas mit Schmuggel zu tun. Beschäftigt Aubier einen Kerl aus Mittelamerika? Vielleicht. Weiß ich nicht. Bist du denn nie in seinem Haus gewesen? Ich dachte, ihr beide wärt Kumpel. Wir sind beide Akademiker. Das ist nicht ganz das Gleiche. Wir sind beide spießig. Den Stein zu Aubier gebracht? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie vermutet, dass irgend sowas passieren würde. Wenn sie verletzt ist, André, dann breche ich dir jeden Knochen im Leib. Ach, das ist wieder mal typisch für dich. Meinst du nicht, mich kümmert es auch, was mit Nicole los ist? Mir kam der Gedanke, dass Würmer gar keine Knochen haben, die man brechen kann. Aber ich behielt ihn für mich. Erzähl mir was über deinen Freund Aubier. Naja, eher ein Berufskollege als ein Freund. Ich verstehe. Mit anderen Worten, du kennst ihn überhaupt nicht. Nicht so richtig. Super. Weißt du, was das hier ist, André? Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat mehr Rückgrat als du. Du hältst dich für lustig, was? Was kannst du mir über diesen Topf erzählen? Süd- oder Mittelamerika, würde ich sagen. Ein Freund von mir könnte dir da mehr sagen. Wo kann ich den Typen finden? Er besitzt eine Galerie am linken Ufer, die Galerie Glees. Bis später. Adieu, Georgie. Au revoir, Georgie. Gleichzeitig einige hundert Kilometer entfernt. Einige hundert. Ich habe genug von Ihren Spielchen, Collard. Sagen Sie mir, was Sie mit meinem Stein gemacht haben. Ich dachte, Ihr Geschäft wäre nur der einfache Kokainschmuggel, Karsak. Warum interessiert Sie der Stein so? Genug. Entweder Sie sagen mir freiwillig, was ich wissen will, oder Pablo hier. Der sieht so ein bisschen aus wie der Typ von der Baustelle vom Schnitt, ne? Von diesem Armeeschnitt. Okay. Ich dachte, jemand an der Uni könnte mir vielleicht helfen. Also ich habe mit einer meiner Freundinnen geredet und sie hat mir erzählt, dass ihr Freund Dozent sei. Ich habe den Stein an die ethnologische Abteilung geschickt. Wissen Sie, ich dachte, er wäre aus Südamerika, also... Sie kaufen mir das nicht ab, stimmt's? Das langt! Ich habe keine Zeit, mir Ihr hirnloses Gequassel anzuhören. Wir werden Sie hier lassen zum Nachdenken. Wenn die Sonne wieder aufgeht, werden Sie bereit sein zu reden. Der Mann schaut immer noch hin. Will den Absinth klauen. Nimm ihn dir doch einfach, Junge. Das will er bestimmt nicht.
Fehlt Ihnen die Arbeit als Gendarm? Ah, oui, natürlich. Jetzt kommt doch nicht mehr. Nun nicht mehr. Ich schnappe mir das Fläschchen und der starke Geruch von Absinth hüllt mich ein. Ein hochprozentiges und illegales alkoholisches Getränk. Verzeihen Sie. Was? Haben Sie schon mal von Carol Climax gehört, dem Filmstar? Ja, aber ich mag die Art Filme nicht, die sie gemacht hat. Es liegt an diesen Dreckfilmen, dass die Moral in unserer westlichen Zivilisation den Bach runtergeht. Der Bach. Was ist mit der Kamera los, dass die ganze Zeit die Schärfe wegstellt? Warte mal, was? Das ist das Erste, was ich davon höre. Ich kann nichts hören, weil ich muss jetzt auf beiden Ohren hören. Ins Privatleben zurückgezogen. Die Kamera macht alles unscharf immer. Ich weiß nicht warum. Gib dir mal einen Schwenger. Bei dir funktioniert das auch. Gekidnappt? Ja, das war unser erster Tag zusammen nach vielen Monaten der Trennung. Das ist ja wirklich traurig. Mon Dieu, das macht mich ganz depressiv. 4 Monate Trennung. Oh Mann. Oh, du kannst den Gulli wieder andrücken. Kann ich bezahlen? Geh mal die Zeche prellen, egal. Wünschen Sie sonst noch etwas? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Jetzt habe ich eine weitere. Ich kann entweder die Galerie Glees besuchen oder zu Aubiers Haus zurückgehen. Ach, er sucht deine Flasche. Schnell, hau ab, hau ab, hau ab. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, was davon ist, aber okay. Die Galerie Glees hat Stil und Klasse, aber nur wenige Kunden. Die Töpfe werden durch eine Glasvitrine geschützt. Ich kann es gar nicht glauben. Die Töpfe sind mit 5000 Francs ausgezeichnet, pro Stück. Soweit ich das feststellen kann, sind diese Töpfe fast identisch mit dem, den ich in Aubiers Haus gefunden habe. Hi, Mädels. Schnell weg, oder was? Bellinger, oder was? Verpasst? Okay, sehr freundlich. Das sieht aus wie ein Galeriebesitzer hier. Er auch. Da, wobei, da, er sieht aus wie... Ja, sag's ruhig. Karl Lagerfeld. Ja, glaub ich doch. Ich wusste, dass du es meinst. So wie der Typ sich an dem Glas festkrallt, bräuchte ich ja ein Brecheisen, um ihm das abzunehmen. Ja, kein schwarzes Sakko. Sind Sie Mr. Glees, der Besitzer? Und dem fehlt ein Fächer. Dann nehme ich an, dass da drüben muss er sein, richtig? Ihre Fähigkeit zu deduktiver Logik versetzt mich in Erstaunen. Haben Sie schon mal von Professor Aubier gehört? Aber natürlich. Ich war vorhin in seinem Haus. Wenn Sie schon mit Namen angeben, dann wenigstens mit solchen, die es wert sind, ja? Ich dachte, Aubier wäre ein angesehener Mann. Also sein letztes Buch war nichts weiter als pseudo-intellektuelles Gequatsche. Das geistlose Gepöbel eines drogenabhängigen Ex-Wissenschaftlers. Was trinken Sie da? Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Verdacht, es ist eine Urinprobe. Glees kann doch nicht ernsthaft eine günstige Kritik für seine Galerie erwarten, wenn er so ein Gesöff ausschenkt. Gibt der ein Kritiker. Können Sie kurz Ihre professionelle Meinung über diesen Topf sagen? Ja, très rapouche. Rapouche? Scheußlich. Was zum Teufel machen Sie denn da? Sie haben meinen Topf zerschlagen. Natürlich. Er war nicht nur wertlos, sondern auch hässlich und eine Beleidigung fürs Auge. Für Ihres vielleicht. Glauben Sie mir, ich habe Ihnen nur einen Gefallen getan. Was ist der Unterschied zwischen meinem Topf und all den anderen hier? Ihrer ist kaputt. Sie elender, großkotziger Angeber. Alles nur Worte, die treffen mich doch nicht. Ich weigere mich, auch nur noch einen einzigen Atemzug an ein Gespräch mit diesem Idioten zu verschwenden. Vielleicht kann ich den Spieß umdrehen und mich gleichzeitig rächen. Ich würde dir mal einen ordentlichen Absent ein. Oh, der Wurm. Gib ihm den Wurm. Dann nimm den Absinth. Ich
Ich spritze ein bisschen Absinth in das Glas und hoffe nur, dass er die Veränderung der Farbe nicht bemerkt. Haben Sie mir was in meinen Drink getan? Ja klar. Was halten Sie davon? Naja, ist jedenfalls besser als der Wein von Glees. Also eigentlich, ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen. Der Topf ist in zu viele Stücke zersprungen, als dass man ihn noch reparieren könnte. Ich habe genug davon. Schön, beim Norbert ein. Gestatten Sie? Jetzt schon ansprechen. Ich habe mit Sicherheit keine Verwendung für einen Kreditkartenleser. Warum hast du ihn nicht angesprochen? Ich hätte ihn, glaube ich, vorher schon mal ansprechen sollen, aber jetzt kann ich hier hinten was machen, weil jetzt ist er abgelenkt. Was machen wir lieber schnell? Mit? In der Verpackung liegt nichts außer ein paar Polystyrolbröckchen, aber an der Seite klebt noch ein Stück von einem Etikett. Ein Etikett mit einem Namen und einem Firmenlogo drauf. Mhm. Unter einem Logo aus einem fliegenden Vogel stehen die Worte Condor Transglobal Mars. Der Rest des Etiketts fehlt. Paris, Marseille. In der Verpackung liegt nichts außer... Okay. Nun lass uns doch mal mit dem Herrn reden. Waren diese Töpfe wertvoll? Die Töpfe sind versichert. Aber die Regale nicht. Sie haben ja keine Ahnung, was das kostet. Ich hoffe nur, Aubier hat noch viele von diesen Töpfen im Hafen. Wenn nicht, bin ich ruiniert. Verschwinden Sie. Ich verschwende meine Worte doch nicht an einen Besoffenen. Er ist völlig weggetreten. Und liegt hier nichts mehr? Rechtecke in desolater Landschaft. Höchst kubistisch gehalten. Unten der Topf? Das war der von vorhin. Achso. Wenn ich ausgelacht werden will, kann ich ja gleich zu Nick. Vor allem sieht es ja aus, als hätte er hier einen Dödel. Guck mal, siehst du das? Ja, ja. Der Topf hat einen Dödel. Pfui. Der Topf hat den Dödel. Wie lange wolltest du denn spielen? Abbruch. Jetzt Ende. Wir machen jetzt Ende. Einfach, dann bleiben wir auch hier stehen. Freunde, ne, ihr habt es mitgekriegt. Die Alte sagt, wie lange wollt ihr spielen? Wir machen jetzt Ende im Gelände. Abbruch. Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall schon besser als der erste Teil. Von der Aufmachung her sehr gut. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und einschalten. Verstanden? Gut.